Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Resident Evil 4 Separate Ways. Okay, wir haben wieder arbeitende Bauern. Ah, da vorne ist auch einer. Wollen wir speichern? Ach, können wir speichern. Speichern war erfolgreich. Ein Spinell. Der war zigmal in die Kuh reingeschossen. Tut mir auch mega leid. Aber die Kuh scheint zum Glück nicht zu scheiße stören. Was tue ich eigentlich gerade? Okay. Damit habe ich es einfach nicht gerechnet. Mit vielem gerechnet habe ich damit. Okay. Man sieht sich. So. Boah, wie viel Munition auf einmal. Das ist ja krass. Ich habe von keinem jetzt irgendwas bekommen. Hi! So ein Herz. Ein Ei. Ein braunes Ei. Tja, haben wir beide nicht getroffen, ne? Dumm gelaufen. Okay. Lass uns erstmal ein bisschen Ruhe hier. So, Kuh, tut mir leid, dass ich dich angeschaut. Oh! Okay, ich geh ja schon! Ist ja gut. Das habe ich auch nicht erlebt, dass die Kuh mich schlägt. Also mit dem Kopf so. So, ne? Die Leichen wurden einfach liegen gelassen und verströmen einen ausgeprägten Geruch. Interessant, interessant. So. Ja. Und auch ein paar Kühe. Die sind aber nicht so auf Krawall gebürstet. Gut, ich habe auch nicht in die reingeschossen. Aber so. So willkürlich. Wow. Ich hätte ruhig noch ein paar mehr dahin legen können. Viel zu wenige. So, ist das der richtige Weg hier? Es ist sogar der richtige Weg. Tatsache. Aber es lässt uns. Ja. Nein! Okay, wir lassen uns natürlich nicht beirren davon. Sondern gehen erstmal den falschen Weg. So, wie sich das gehört. Wir hören keine Schritte über uns. Ich habe mich gerade vertan. So, 1000. Ja, dann können wir nach oben. Gucken, ob da jemand auf uns wartet. Wie sieht es mit Heil-Items aus? Oh, sehr gut. Dann sind wir wieder im grünen Bereich. Blaue Medaillen gibt es diesmal nicht abzuschießen. So, das ist der Weg, wo wir nicht lang müssen. Ach, verdammt! Das ist doch der Weg, wo wir lang müssen. Boah, ich habe da schon so oft gespielt, das Spiel, diesen Bereich. Ich werde es niemals lernen. Niemals. Ich kann hier runterspringen, das kann ich. Oh, Gold am Reif. Das ist dann wohl der Schatz. So, hier ist sonst nichts.
War das der Schatz? Es war der Schatz. Sehr gut. Aber ich aber nicht verstehe. Ich kann ja treten. So, danke. Danke, vielen Dank. So. Handgranate nehmen wir natürlich gerade mal mit. Ja, und anscheinend können wir nicht hier durch. Öffnen, die Tür lässt nicht öffnen. Sie ist scheinbar von der anderen Seite verriegelt. Hm. Ja, bleibt ja nur noch der eine Weg hier, ne? Na gut. So. Ich finde es gar nicht schlimm, dass man die Waffen nicht aufrüsten kann irgendwie. Ich finde das... Da kommt der Survival-Faktor einfach viel besser rüber. Gut, Survival-Faktor, von dem kann man nicht sprechen in dem Spiel, aber... Ich weiß irgendwie doof, dass man Waffen aufrüsten und kaufen kann. So, ist irgendwie... Da waren mir die alten Resident Evil-Teile alle dahingehend deutlich lieber, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, so vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich in diesem Spiel hier habe. Wenn man jetzt auf den Survival-Faktor zu sprechen kommen möchte. Dass man einfach hier Waffen kaufen kann und so Geschichten. Das ist halt ein bisschen... Es wird ja auch nicht so richtig erklärt, wie bei Far Cry 3 zum Beispiel. Wird ja erklärt, dass die Leute halt dem Widerstand angehören und deswegen kann man da Waffen kaufen. Oder beim vierten Far Cry auch. Beim fünften wird es genauso sein, schätze ich. Beim zweiten ist es auch so ähnlich. Jetzt nur als Beispiel genommen. Und hier wird es einfach nicht erklärt. Hier ist einfach da der Händler. So. So. Upsi. Okay, es tankiert ihn einfach überhaupt nicht, ne? Also so gar nicht einfach. Boah, ist das auch schwierig. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich treffe einfach nicht. Dieses bekackte Dynamit. Was ist denn da hinter mir? Toll, jetzt habe ich getroffen. Das ist eigentlich ziemlich aussichtslos war zu treffen. Ja. Die Bärenfallen aufpassen, würde ich sagen. Verpiss dich. Ups, das war einfach daneben. Was? Ach, was ist denn los hier? So, Hand kaputt. Ich wollte doch gar nicht nach. Boah, hab ich Glück gehabt jetzt. Upsi! Wo kommst du denn her? Ach. Aber ich komme nach dem rechten so. Danke für die Hilfe.
bestimmt auch ein. Da ist auch ein TNT-Typ drin. Nämlich der. Komm, halt das nochmal raus, das TNT. Komm schon. Hältst du einfach. Komm schon, nochmal. Einmal noch. Fuck. Ah. Das war ein bisschen knapp. Aber egal, sind alle tot. Und das ist ja die Hauptsache, ne? Rapido! Okay. Wir müssen auf mal eine komplett andere Richtung. Das ist aber auch nicht schlimm. Ist ein Typ jetzt fort oder was? Ja. Okay, alles klar. Ich muss trotzdem die Augen offen halten. Wegen den Bärenfallen. Sprengfalle ist ja auch keine, nur ein paar Spinnen. Die haben ja nichts getan. Weil sie mir nichts getan haben, tue ich ihnen auch nichts. Nö. Klingt doch plausibel, oder? Ich denke auch. So. So, mal gucken, was im Gebäude noch so drin ist. Unvoller Stello! Ein Mistgabeltyp. Wow. Okay. Oh, Scharfschützenmunition. Ach, speichern tue ich jetzt nicht. Keine Lust. Die Sprengfallen sind eigentlich nicht mehr da, wie im Hauptspiel. Boah, es erinnert mich alles gerade so brutal an Resident Evil 7, ne? Das ist unglaublich. Ich hab so einen Bock auf das Kackspiel. Aber ich will es nicht so früh schon Let's Playen. Ich bin auch bei Resident Evil 4 gerade dran und Alien Isolation ist ja genauso wie Resident Evil 7. Also vom also Ego-Shooter und halt Grusel und hast du nicht gesehen. Ich will nicht mal das gleiche Let's Playen. Ich will ja mal was anderes, ne? Ich will auch mal ein bisschen Abwechslung euch bieten. Ich muss auch gerade sagen, dass mir das hier gerade ziemlich Bock macht. War, glaube ich, ganz gut, dass ich eine Pause eingelegt habe von, weiß nicht, 2 Monaten oder wie lange die Pause war. Oder vielleicht sogar 3 Monaten. Sonst hätte ich mich an dem Spiel einfach überspielt irgendwie. Wobei ich auch kein Problem damit gehabt hätte, direkt nach dem normalen Run noch den Profi-Run zu machen. Da habe ich schon ziemlich Bock drauf gehabt. Habe ich aber erstmal verworfen, weil ich ja, wie gesagt, euch noch andere Sachen zeigen möchte. Es kann übrigens sein, weil diesen Part werdet ihr jetzt sehr bald sehen, schätze ich. Es kann sein, dass ihr jetzt erstmal... Oh! Ach ne, das ist von da. Ja. In nächster Zeit mit Videos zugeschüttet werden von mir, weil ich habe ja schon erwähnt, ich habe bei Alien Isolation einen Puffer von 20 Videos ungefähr. So. Und das Problem ist ja, dass das Let's Play bei euch leider so überhaupt nicht ankommt. Momentan ist es halt so, dass in der Regel eine Person sich die Parts anguckt und das ist eigentlich, rentiert sich halt nicht so wirklich. Deswegen habe ich überlegt, dass ich jetzt, klar, Resident Evil 4 wieder öfters hochlade. Natürlich Brotherhood, weil ich will damit auch mal irgendwann fertig werden. Wow, warte mal. Da habe ich ein Projekt, was in ziemlich genau einem Monat kommen wird. Das muss ich auch bald anfangen.
Alter, das war jetzt richtig asozial. Aber so richtig asozial. Und ich wollte noch ein weiteres Projekt beginnen. Alter Schwede. Ich bin bei der Sache, keine Sorge. Ich krieg alles mit. Ja, und da habe ich mir überlegt, dass ich einfach täglich dann, also auf jeden Fall wieder täglich Videos hochlade. Das war auch in letzter Zeit ein bisschen, ja, unkonstant wieder. Also so ein, zwei Wochen lang. Weil die Arbeit mich einfach zerfressen hat teilweise. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe die Woche als Montag bis Freitag durchgearbeitet. Ich fand es jetzt eigentlich nicht so anstrengend. Also ich persönlich nicht, aber der Körper sagt ja manchmal was anderes, als man selbst so denkt. So, ganz normal gearbeitet. War zwar anstrengend, aber ich finde, es ging. Da war ich Freitagabend noch mit einem Kumpel beim Billard abends. Also ich bin morgens um 20 vor 8 aus dem Haus, war dann abends um 20 vor 11 daheim. Ist jetzt nichts Wildes eigentlich, kann man ja mal machen. Dann so gegen 11 ungefähr habe ich dann gepennt. Bis den nächsten Morgen um 7, weil ich dann aus Versehen durch meinen Wecker geweckt wurde, weil ich vergessen hatte umzustellen. War dann von 7 bis um 9:30 wach ungefähr. Bin dann nochmal eingepennt und habe einfach von, jetzt müsst ihr euch festhalten, von 9:30 bis 2:40 gepennt. Das ist einfach nur krank gewesen, echt. Das war insgesamt zusammenaddiert, ich glaube, also mit der Pause jetzt halt, Pause rausgenommen, glaube ich, so 14 Stunden Schlaf oder so. Das war so krass einfach. Und dann sagt man ja immer so schön, ja, der Körper holt sich das, wenn er es braucht, ne? Mhm. Und das war dann wohl der Fall. Ich weiß gar nicht, wie es darauf kam. Achso, in unkonstanten Videos. Ja, auf jeden Fall kann es sein. Also wie gesagt, ich werde jeden Tag Videos hochladen. Wieder. Resident Evil 4, wie gesagt, dann Brotherhood und Alien Isolation werde ich einfach so zwischendurch mit reinpacken, glaube ich, dass ich einfach mal so im Zweitagesrhythmus oder so als zusätzliches Video, was guckt ja eh kaum einer. Wow. Und falls ihr es dann doch gucken möchtet, könnt ihr es ja immer noch gucken. Es rennt ja nicht weg, mein Gott. Deshalb denke ich, ist kein Problem. Könnt ihr euch auch, wenn ihr mal ganz viel Zeit Lust habt, irgendwie so Parts am Stück angucken oder so, weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird kein Problem sein. Aber so wie es bisher ist, da ich das quasi als vollwertiges Projekt ansehe und dann halt so im Zwei-Tages-Rhythmus abends hochlade, das rentiert sich einfach null. Also das gucken einfach viel zu wenige dafür. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich es eigentlich ziemlich, ich finde das Spiel halt sehr, sehr cool und ich denke, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt. Ich denke schon, das ist eigentlich schon ein cooles Projekt. Vielleicht bringt das so einfach total blöd rüber. Kann ja auch sein, vielleicht laber ich zu viel oder ich spiele zu schlecht oder was weiß ich. Kann ja auch sein, dass es an mir liegt. Ich glaube eher, dass es an mir liegt, anstatt am Spiel selbst, weil das Spiel finde ich schon echt gut, auch als Let's Play, also oder zum Let's Playen. Weiß nicht, aber auf jeden Fall, wie gesagt, werden jetzt in Kürze zwei weitere Projekte kommen. Und bei dem einen bin ich mir auch ein bisschen unschlüssig. Das eine ist definitiv sicher. Das kommt, wie gesagt, in ziemlich genau einem Monat. Als kleiner Hinweis, es kommt wahrscheinlich am 13. oder 14. April. So viel nur also als, schon mal als Hinweis. Das andere irgendwann zwischendurch. Also wenn ich es wirklich auch noch dazu packe, bin ich noch nicht ganz sicher, aber... Ich muss auch davon abhängig machen, wie lange das jetzt dauert, das Ganze. Das kann ich halt überhaupt noch nicht abschätzen. Ich habe auf jeden Fall jetzt Urlaub diese Woche und es kann sein, wenn der Urlaub rum ist, dass ich einen Puffer von über 50 Videos habe. Aus diesem Grund will ich das ein bisschen forcieren, das Ganze. Ich habe gemerkt, dass ich bei Brotherhood bin ich jetzt einfach anderthalb Monate quasi... sag mal dazu. Ich habe Videos am 30.01. aufgenommen. Heute ist der 17.03. Und diese aufgenommenen Videos, die werden jetzt nach und nach hoch. Also, kommt ihr nach und nach zu sehen. Das ist einfach krass. Wenn da fast 2 Monate dazwischen liegen, das ist
gar nicht eigentlich. Deshalb. Jetzt habe ich sehr viel off-topic gelabert. Sorry dafür. Ich wollte offenbar auf dem Laufenden halten. Und hier erreiche ich einfach viel mehr Leute als bei einer Isolation. Deshalb hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es bei euch noch Anklang findet, hier das Ganze. Aber ich denke mal schon. Ist ja nicht viel anders als das Hauptspiel. Es war nur die Ada. Und die ist ja eigentlich auch ganz cool. Aber wie gesagt, das andere Projekt, neben dem, was auf jeden Fall kommen wird, bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, Leon wird gleich auf den Oberbürgermeister treffen. Oder nur Bürgermeister, ohne Ober. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Recogí. ¡Majestad!